Hey und herzlich willkommen in der Staubstube, heute zu einem ganz besonderen Video, denn heute geht es um den RPG Maker oder auch den RPG Maker und RPG Maker Spiele im Allgemeinen. Was ist das eigentlich? Sowohl mein YouTube-Kanal als auch meine Website, wie auch viele deutsche und englischsprachige Webseiten und YouTuber beschäftigen sich mit dem RPG Maker, mit dem RPG Maker Tool und den daraus entstandenen selbstgemachten Fanspielen. Was aber ist das alles? Was sind RPG Maker Spiele? Was ist der RPG Maker? Was ist das für eine kleine, nischige deutsche Entwickler-Community? All das möchte ich heute versuchen, kurz zusammengefasst aufzuschlüsseln mit einigen Beispielen und vielen nützlichen Links in der Beschreibung. Die deutsche RPG Maker Szene ist seit den 90ern, vor allem aber den frühen 2000ern, eine der kleinsten Spieleschmiedenischen des Internets, die vor etwa 15 Jahren in den 2000ern eine kurze, aufregende Hochzeit genoss, welche allerdings mit jedem Jahr weiter abebbte. Jetzt, im Jahre 2020, ist zumindest die deutsche Community quasi tot. Es gibt noch ein paar sehr wenige große Entwickler, die mit dem Maker-Tool arbeiten und ein paar letzte Projekte, die seit plus minus 10 Jahren in Entwicklung sind, und dann wird es das auch allmählich mit der alten Community gewesen sein. Es gibt noch ein, zwei kleinere Foren, wo Aktivität stattfindet, die verlinke ich natürlich auch unter diesem Video. Aber im Großen und Ganzen ist die große Community von damals deutlich geschrumpft. Was aber ist diese deutsche RPG-Maker-Szene überhaupt? Was ist das Besondere an diesem Retro-Tool und was hat es mit den zahlreichen sehenswerten Maker-Spielen auf sich, die gerade heutzutage noch vor Furries, Pen & Paper und Sadomaso die wohl größte Nische des Internets darstellen, aber eigentlich so viel mehr Aufmerksamkeit verdienen? Nicht umsonst habe ich hier zahlreiche RPG Maker Let's Plays, beschäftige mich mit dem Thema sowohl auf meinem Kanal als auch auf meiner Website. Und somit möchte ich euch kurz zusammengefasst erklären, was hat es mit dem RPG Maker auf sich, was sind RPG Maker Spiele, was ist die Community. Eine kleine Vorabinfo. Falls ihr das Ganze etwas professioneller und glanzvoller aufgemacht sehen möchtet, der YouTube-Kanal The Blake Box, das ist ein etwas größerer YouTuber, der auch RPG-Maker-Spiele spielt und sich auf Meta-Ebene damit beschäftigt, hat auch ein Video zu dem Thema gemacht. Was ist der RPG-Maker? Was ist die Szene? Es mag etwas seltsam erscheinen, dass ich hier so direkt darauf verweise, da es aber nicht um Selbstdarstellung geht, sondern um das Vorstellen der Sache, bereitet mir das überhaupt keine Probleme. Ich werde das Video also hier drunter verlinken. Das ist nochmal das etwas professionellere Video, kürzer zusammengefasst. Auch da könnt ihr euch die Info abholen, worum geht es beim RPG Maker. Der RPG Maker ist grundsätzlich ein ab den 80ern von ASCII bzw. Enterbrain entwickeltes, simples Baukastentool zum Erstellen eigener Pixelspiele, das Anfang der 2000er durch den russischen Programmierer Don Miguel als RPG Maker 2000 ins Englische übersetzt und somit einer breiteren Zielgruppe zugänglich gemacht wurde. Mit diesem RPG Maker war und ist es ohne jegliche Programmierkenntnisse möglich, eigene Retro- bzw. Pixelspiele zu kreieren. Ursprünglich war das Tool für simple Final Fantasy Klone und ähnliches gedacht. Die internationale Community hat das in den 2000ern aber bereits immer weiter ad absurdum geführt, hat Horrorspiele genau wie aufwendige Action-Adventures oder sogar Visual Novels auf dem RPG Maker umgesetzt, auf dem heimischen PC. Das Besondere war, dass der RPG Maker als Tool so unheimlich barrierelos ist. Sein Baukastenaufbau ermöglichte es wirklich jedem Teenager und Hobbyentwickler, sich eine eigene Geschichte zusammenzuklicken, Visionen umzusetzen und mit gleichgesinnten Spieler auszutauschen. Die RPG Maker 2000 und 2003, die noch in den 2000er Jahren in ihrer illegal übersetzten und publizierten Version verboten wurden, sodass diese heute fast nirgendwo mehr legal zu haben sind, dominierten für lange Zeit die Spieleentwicklung in der deutschen RPG Maker Community. Später kamen Nachfolgerversionen wie der RPG Maker XP, Ace oder auch der MV raus, welche deutlich weitere Möglichkeiten und Optionen boten, für viele mit ihrer moderneren Grafik aber nicht mehr so viel mit dem Retro-Grundgedanken zu tun hatten und deswegen zunächst Nische blieben. Das ist momentan anders. Aktuell ist es in der im Sterben inbegriffenen deutschen Szene umgekehrt. Die neueren, legalen und zeitgemäßeren Versionen werden rege genutzt. Von den alten 2000er bzw. 2003er RPG-Maker-Spielen hört man nicht mehr so viel. Persönlich bin ich auch eher bei den Nostalgikern unterwegs. Ich mag die alten 2000er bzw. 2003er RPGs mehr. Die moderneren mag ich wegen ihrer Optik nicht ganz so gerne, aber das ist Geschmackssache und ich bin da auch eher in der Unterzahl.
Ich schwelge gerne in Nostalgie über die Hochphase des RPG Makers in den 2000ern, in denen viele extrem unbekannte Hobbyprojekte umgesetzt und veröffentlicht wurden, die man noch heute spielen kann. Bevor wir einen genaueren Blick auf diese Projekte werfen, verliere ich aber nochmal ein paar Worte über die Community an sich. Ich werde hier weniger über die sozialen Aspekte der Community sprechen, da das eine sehr subjektive Sicht wäre und das auch gar nicht so viel zur Sache tut. Grundsätzlich gab es damals in meiner Wahrnehmung zwei große Anlaufstellen für Fans, Spieler, Entwickler des RPG Makers im deutschen Sprachraum. Da war einmal das heute noch existente, wenn auch scheintote RPG-Atelier als zentrale Sammelstelle deutscher Entwickler und Spieler und das etwas kleinere, schmutzigere RPG-Quartier, welches vor wenigen Wochen nach jahrelanger Inaktivität endgültig vom Netz gegangen ist. Das gibt es nicht mehr. Zum Quartier kann ich persönlich nicht so viel sagen, da ich dort nie selbst aktiv war. Das RPG-Atelier aber hat dereinst auf seiner Hauptseite alle von Fans entwickelten Makerspiele zum kostenlosen Download angeboten. Dann gab es noch das Forum des RPG-Ateliers, in denen die Spielvorstellungen, aber auch Gesprächsthreads, Game-Design-Diskussionen oder Entwicklungshilfen stattfanden für die Community von der Community. All das war eine sehr kleine Nische, bis ein nicht ganz so kleines Internetwunder passierte. Wenn ihr zuvor noch nie etwas über den RPG Maker gehört habt, aber um die 20 bis 40 Jahre alt seid, ist die Wahrscheinlichkeit dennoch groß, dass ihr schon mal Vampire's Dawn gehört habt. Zusammen mit dem etwas abgeschlagenen Unterwegs in Düsterburg ist es das bekannteste deutsche Makerspiel und das kommt nicht von ungefähr. Zwar ist das Spiel nicht gut gealtert und aus heutiger Sicht fast unspielbar, damals aber bot es der noch jungen deutschen Community eine ansprechende Erzählung, hochwertig geklaute Musik, Spannung und eine für die Maker-Community bis heute so gut wie non-existente Open World. Mit diesen Bestandteilen erreichte Marlex, der Entwickler von Vampire's Dawn, Kultstatus dazumal und das bemerkten auch die großen Gaming-Magazine, die damals ja durchaus noch ein Standing hatten. 2002 nahmen sich die Computerbild Spiele und die Bravo Screen Fun, beides sehr namhafte Spielemagazine ihrer Zeit, ungefragt den kostenlosen Download von Vampire's Dawn und packte das Spiel auf ihre CD. Beschwert hat sich Marlex nicht, denn der folgende, wasserstoffbombenartige Explosionsradius von Aufmerksamkeit und neuen Spielern sowie Entwicklern, die in den Wochen, Monaten und Jahren daraufhin das RPG-Atelier und andere Anlaufstellen fluteten, gilt bis heute als Spitze der Bewegung. In dieser Zeit, so heißt es zumindest, wären mehr als 10.000 junge Menschen mit und um den Maker aktiv gewesen. Es war eine beispiellose Hochzeit, die zwar nicht ewig hielt, der ganzen Nische aber einen Boost verschuf, der sich bis heute bemerkbar machte. Weitere RPG-Maker-Spiele folgten auf den beiden dreisten, aber unbestreitbar bekannten Magazinen. Unter anderem die Projekte von Großmaker-Mogul Calvin, Unterwegs in Düsterburg, Eternal Legends und. Und auch ich kam so zum ersten Mal mit dem Maker in Berührung. Mein allererstes Spiel war Eternal Legends von Square. Der immense Erfolg des RPG-Ateliers und des Makers um diese Zeit herum erklärte sich nicht nur durch die stetig steigende Bekanntheit, durch weitreichende Veröffentlichungen. Denkt mal zurück. Es waren die frühen 2000er, in denen das Internet noch in den Kinderschuhen steckte und omnipräsente Informationen über alles und jedes noch nicht breitflächig gestreut wurden. Keine Reviews, kein YouTube, keine Spieletests. Nur die gute alte Spielezeitschrift. Wir hatten nichts, wussten nicht, was wir spielen sollten und hatten nicht das Geld, uns viele der wenigen guten kommerziellen Titel zu leisten. Und dann war da das RPG-Atelier, ein Tor zu buchstäblich hunderten kostenlosen Spielen zum sofortigen Download, die nur darauf warteten, von uns verschlungen zu werden. Waren die meisten dieser Hobbyprojekte gut? Nein. Die einfache und anspruchslose Natur des Makers merkte man vielen seiner schludrig hingespuckten Spiele auch an. Störte uns das? Nein, wir waren anspruchslos, denn wir wussten es doch nicht besser. Wir konnten nicht nur endlos spielen, wir konnten unsere eigenen Spiele erschaffen. Umsonst. Und sie auf einer belebten Community-Plattform teilen. Das RPG-Atelier war Steam, bevor Steam es war. Doch wie die Zeit und auch das Internet voranschritt, kamen dann auch die Probleme. Die heutige Community ist im Großen und Ganzen fast tot, vergleicht man sie mit der damaligen, zumindest in Deutschland, und zählt vielleicht noch einige Dutzend nennenswerter Entwickler. Wie aber konnte es denn dazu kommen?
Das ist eine Chimäre mit mehreren Köpfen und lässt sich nicht so einfach erklären. Ich werde es dennoch versuchen. Zunächst einmal, die RPG Maker Spiele, insbesondere die der 2000er und 2003er Maker, nutzten größtenteils illegal gerippte Ressourcen. Das war damals in 90% der Spiele einfach der Tenor, so war das, vom großen Unterwegs in Düsterburg bis hin zum kleinen Buttergebäck-RPG. Alle Ressourcen wie Grafiken, Musik, Sounds, geklaut aus kommerziellen Projekten wie Final Fantasy, Chrono Trigger oder anderen Ost-RPGs. Das störte damals niemanden, denn es war ja eine kleine Fanspiel-Community, aber unter anderem darum konnte man die damit entwickelten Projekte in keinster Weise vertreiben, was sicherlich mit dazu führte, dass viele, viele Hobbyentwickler den Aufwand einer Vollversion unterschätzten und irgendwann die Flinte ins Korn warfen. Mit einer schrumpfenden Community und keinem möglichen Gewinn lohnten sich hunderte Stunden Arbeit einfach nicht mehr. Darum gibt es unheimlich viele Demos im Maker-Spektrum, aber kaum Vollversionen im Großen und Ganzen. Das Ressourcenproblem wurde für das RPG-Atelier im Speziellen Ende der 2000er zum ersten Nagel im Sarg. Da die auf der Hauptseite angebotenen Maker-Spiele immer noch der Hauptgrund für einen einigermaßen regelmäßigen Besucherstrom war, von denen dann viele ins Forum fanden. Aufgrund ihrer Zusammensetzung stellten diese Spiele allerdings eine rechtliche Grauzone dar. Zwar interessierte sich niemand wirklich für diese angebotenen kostenlosen Retro-Spiele und rechtliche Konsequenzen waren für die Seitenbetreiber nicht zu erwarten, nachdem ein einzelner User, der dem RPG-Atelier nicht freundlich gesinnt war, eine Abmahnung wegen der angebotenen Downloads in Aussicht stellte, entschied sich das RPG-Atelier dazu, sämtliche angebotenen Spiele permanent zu entfernen, um kein Risiko einzugehen. Ein fataler Schritt und beispielloser Einschnitt in die Aktivität und Bekanntheit der deutschen Community, welcher sich vermutlich ähnlich schädlich auswirkte wie der nach dem Screenfun-Bravo-Hype abklingende Strom neuer Gesichter. Neugierige Spieler blieben aus, weniger User fanden das Forum, der Sterbeprozess begann und somit hatte wahrscheinlich die Person, die damit angefangen hatte, exakt erreicht, was sie wollte, nämlich das RPG-Atelier auf den Todesmarsch zu schicken. Kurze Zeit später organisierten Benutzer des RPG-Ateliers innerhalb des Forums mehrere eigene, privat organisierte Spieledatenbanken und Downloadlisten, welchen zwar die Strahlkraft der Hauptseite fehlte, die aber immer noch viele wiederkehrende User und Neulinge ins Forum lockte und manche zum Bleiben animierte. Bis das RPG-Atelier einige Jahre später in seiner unendlichen Weisheit auch diese Downloadlisten samt und sonders entfernte und vom Netz nahm, ebenso wie es Downloads aus Spielevorstellungen entfernte und mit ihr jeglicher Grund für Interessierte, das Forum zu besuchen. Zwar ist das rein theoretische und äußerst unrealistische Risiko, dem sich die Seitenbetreiber nicht aussetzen wollten, verständlich, doch kann man auch jetzt rückblickend noch die Frage stellen, ob es das wirklich wert war, das eigene Todesurteil zu unterschreiben. RPG Maker Spiele mit komplett selbst erstellten Ressourcen, Musik, Grafik, Skripte waren ungleich aufwendiger zu erstellen als Baukastensets. Die Auswirkungen dieser Einschnitte zeigten sich schnell, die ohnehin seit Jahren zurückgehende Aktivität verschwand fast über Nacht gänzlich aus dem Forum. Neulinge wurden zu einer Seltenheit und die zunehmend elitäre und in Teilen toxische kleine Insel-Community des Forums tat ihren Rest, um viele angestammte User und Entwickler zu verkraulen und Neulinge draußen zu halten. Dass das RPG-Atelier demzufolge jetzt, 2020, mehr als tot ist und nur noch auf sehr wenige leuchtfackelähnliche Entwickler und Projekte baut und sich eingestehen muss, dass es den eigenen Niedergang entscheidend mitzuverantworten hat, möge man bewerten, wie man möchte. Es ist tragisch, aber meiner Meinung nach nicht ganz unverdient. Erschwerend hinzu für diese Umstände kommt die Tatsache, dass es heutzutage deutlich weniger Gründe gibt, ein Makerspiel überhaupt anzufassen. Durch Contributions-Plattformen wie Steam, Videoportale wie YouTube oder den gesamten Rest des Internets sind wir permanent vollkommen überfüllt mit Angeboten, Spielen, Filmen und kostenlosen Content, der um unsere Zeit ringt. Damals waren RPG-Maker-Spiele die wundersame, kostenlose Alternative zur drohenden Langeweile. Heute sind sie eine Nische der Vergangenheit, die allein mit den tausenden Pixel-Indie-Spielen nicht mehr mithalten können. Vor allem Nostalgiker treibt es zu den deutschen Makerspielen jener goldenen Tage zurück. Und ein solcher bin natürlich auch ich. Trotz allem beschränkt der Wert von Makerspielen im deutschen Sprachraum sich nicht allein auf Nostalgie. Keineswegs. Ich erwähnte, dass der RPG Maker im Grundgedanke ein Baukasten zum Erstellen von Rollenspielklonen der damaligen SNES-Zeit war.
Allgemein ist es also so, dass Fans und gebliebene Freunde dieser alten Retro-Klassiker ebenso wie Fans von Pixelspielen und Oldschool 2D-RPGs im Maker-Fundus von damals und heute immer noch fündig werden können. Da man das Tool allerdings auch immer schon für Medium untypische Genrespiele wie Horror, Sci-Fi oder Comedy benutzt hat, finden sich auch für Neuansteiger bestimmte Juwelen, die gut gealtert sind. Ich habe unter anderem auf meiner Website eine Liste der meiner Meinung nach signifikantesten und bedeutendsten deutschen Makerspiele geschrieben und diese Liste würde ich auch mal unter diesem Video verlinken. Da sind einige der wirklich großen Platzhirsche aller Genres dabei. Abgesehen von dem nostalgisch-trashigen Charme, der den meisten nur so mittelguten deutschen Makerspielen aus heutiger Sicht anhaftet und sie sehenswert macht und sie spielenswert macht, setzt sich der Hauptreiz dieser Spiele aus guten Storys und toller Inszenierung zusammen. Maker-Spiele funktionieren in 90% der verfügbaren Titel über Textboxen. Sprachausgaben sind quasi non-existent, es sind stumme Spiele. Ich persönlich vergleiche alte Maker-Spiele gern mit einem ruhigen Sonntagsfilm oder einem guten Buch. Setzt euch während einem verregneten Tag zusammen mit einem heißen Tee und vielleicht noch ein paar Keksen vor euren PC, startet ein gut geschriebenes Maker-Spiel und genießt das Spielgefühl eines anderen Jahrzehnts. Der Kontrast zur neonfarbenen Explosionskultur hochauflösender Actionspiele ist enorm. Ja, Nostalgie für Pixelspiele im Allgemeinen spielt eine Rolle, aber gerade das Horrorgenre zum Beispiel ist auch heute noch dermaßen unterpräsentiert in der Videospielhistorie, dass gut geschriebene Pixel-Horrorspiele mit ansprechender Atmosphäre dermaßen viele rare Schlagwörter in sich vereinen, dass sie 2020 genauso Ultranische und begehrt sind wie 2002. Das altert nicht, das ist heute immer noch so gut und aktuell wie damals. Ein weiterer Punkt, der den einzigartigen Reiz von Makerspielen ausmacht, ist, dass sie beinahe komplett über wirkliche Leidenschaft funktionieren. Und das merkt man den Besseren davon auch an. Hier gab es keine Deadlines, keine finanzielle Motivation, keine Schematas alteingesessener Entwicklerteams. Hier gab es nur Fans und Gamer, die in ihrer Freizeit mit Blut, Schweiß und Leidenschaft Hobbyspiele für andere Fans zusammengebaut haben, um ihre persönlichen Visionen umzusetzen und das oft mit beeindruckenden Ergebnissen. Gerade wenn man das heute mit aktuellen Spielen vergleicht, kommerziellen Spielen, Indie-Games, hinter denen teilweise ein Dutzend Programmierer stehen und Maker-Spiele sind kostenlos. Und vergessen wir nicht, dass Maker-Spiele nicht installiert werden müssen. Entpackt sie, startet das Spiel, fertig. Für viele ältere Spiele ist einmalig das kostenlose One-Time-Package zu installieren, was 2 Minuten dauert. Das ist sehr, sehr simpel. Wird natürlich hier auch verlinkt. Vielleicht ist es bei den meisten älteren RPGs heute kein Argument mehr zu sagen, dass man sich während und nach dem Spielen direkt in Foren unter anderem mit den Entwicklern austauschen konnte. Für Feedback, Hilfegesuche, Lob, Fragen und Kritik. Aber damals, vor ein paar Jahren noch, war das ein Feature, das sich einfach vollkommen von der lebensfeindlichen Entwickler-Spieler-Beziehung der Gaming-Industrie unterschied. Selbst der bescheidenste Indie-Entwickler ist seinen Spielern selten so nah, wie es der Ersteller eines Maker-Spiels in einem Forum war. Und kann man sich für die neueren Maker-Spiele begeistern, ist es in Anlaufstellen wie dem AMV-Forum noch immer ein wichtiger Punkt. Oder eben im nicht mehr ganz so lebendigen RPG-Atelier, das natürlich noch existiert. Ihr könnt für Entwickler Beta testen, könnt Feedback geben, Impulse setzen und ihre Projekte bis zu einem gewissen Grad sogar vielleicht mitgestalten. Es ist immer ein Spielermedium und eine Szene gewesen, die vom gemeinsamen Miteinander und der Leidenschaft für die Fanentwicklung lebte und sich daraus zehrte. Die deutsche RPG-Maker-Let's-Play-Szene ist ein so großes und schwieriges Thema, dass man sie in einem eigenen epischen Artikel besprechen könnte, wenn man denn wollte. Wo bekommt man diese RPG-Maker-Spiele denn nun eigentlich her? Es mag eine rechtliche Grauzone sein, es mag verwerflich sein, aber welchen Sinn hätte dieses aufklärende Video, wenn ich euch am Ende nicht einen Zugang zu allen Maker-Spielen gewähre, die es wert sind, gesehen zu werden? Soll ich euch aufbürden, selbst danach zu googeln? Am Ende gibt es eh nur noch eine Anlaufstelle, die ihr finden wollt und finden würdet. Und das ist das RPG Maker Archiv oder auch das RM Archiv. Hier finden sich meines Wissens nach alle relevanten deutschen RPG Maker Spiele, die man irgendwie archivieren konnte, jeweils mit schöner eigener Seite, Download aller verfügbaren Versionen, Screenshots und Beschreibung. Nachdem so gut wie alle anderen deutschen Anlaufstellen im Laufe der Zeit den rechtlichen Bach runtergegangen sind, ist dieses fangemachte Archiv ein Gottesgeschenk, für das man als Nostalgiker und Maker-Enthusiast zutiefst dankbar sein sollte.
ist es nicht verwerflich, all diese Spiele aus illegalen Ressourcen dort anzubieten? Man muss das rational sehen. Maker-Spiele verwenden in ihrer Essenz und Masse Ressourcen aus größtenteils sehr alten Rollenspielen, wie etwa Chrono Trigger, Secret of Mana, Lufia und so weiter. Niemanden, aber auch wirklich niemanden, wird durch diese Spiele, deren Verfügbarkeit oder die geklauten Ressourcen, geschadet. Es gibt keinen finanziellen Verlust und seien wir ehrlich, kein ernstzunehmender Entwickler, Indie oder nicht, würde in publiken Maker-Spielen eine Konkurrenz sehen. Dass Recht keine Ermessensfrage, sondern eine Grundsätzlichkeit ist, ist in sozialen Netzwerken wie vor- und nachzuvollziehen und deswegen kann man etwa dem RPG-Atelier nicht in aller Endgültigkeit einen Strick daraus ziehen, dass sie das Risiko einer Abmahnung nicht eingehen wollten. Finde ich es aber verwerflich, dass ein Team um ein zentrales Archiv sich dennoch traut, Hunderten, wenn nicht Tausenden selbstgemachten Fanspielen ein Zuhause zu bieten, die sonst für alle Ewigkeit in den Weiten des Internets verloren wären und niemanden jemals mehr zugänglich gemacht werden könnten? Nein, ich sende den Verantwortlichen Handküsse. Den Link zum RPG Maker Archiv findet ihr selbstverständlich exklusiv unter dieser Videobeschreibung. Normalerweise verlinke ich nicht direkt hin, unter diesem Video mache ich es dennoch. Seid ihr des Englischen mächtig, öffnet sich für euch nochmal eine ganz andere Welt, denn die internationale Community ist noch immer aktiv und rege in einem Maß, dass es nicht mit der deutschen Blase vergleichbar ist. Da ich mich persönlich aber mit dem internationalen Makerspielen bis auf wenige Ausnahmen nicht so wirklich auskenne, hier nur ein kurzer Verweis auf eine der bekanntesten Anlaufstellen, rpgmaker.net. Das ist die große Spiele-Datenbank, die große Community-Plattform für die englischsprachige Community, wird natürlich hier verlinkt. Dort könnt ihr euch mal umgucken, wenn ihr des Englischen mächtig seid und euch englische Spiele nicht scheuen. Was kann man zum Schluss sagen? RPG-Maker-Spiele waren, sind und werden zunehmend Nische sein. Das kann man nicht verhindern. International passiert in dieser Nische noch viel, aber in der deutschen Community werden entweder noch letzte Mammutsprojekte beendet, wenige idealistische Personen bleiben aktiv, unter anderem im RPG-Atelier, oder man wandte sich vollkommen den neueren, kommerziell umsetzbaren Makern um, eben im RPG-Maker-MV-Forum. All das ist aber kein Grund, nicht ab und zu zurückzuschauen und herauszustellen, dass manche von Einzelpersonen entwickelte Makerspiele in ihrer Qualität und liebevollen Detailgenauigkeit so manche kommerzielle Games damals wie heute in den Schatten stellen können. Noch immer gibt es Perlen, noch immer Spielenswertes, das vor allem den geneigten Retro-Pixel-Wiederholungstäter ein Genuss sein kann. Leider, und das ist das Hauptproblem der Sache, wissen nur sehr wenige Menschen davon, von dem RPG-Maker und von der Community. Sehr, sehr wenige Leute kennen den Maker oder die Spiele und die meisten stammen eben noch aus jener Zeit. Es fehlt an Aktualität, es fehlt an Präsenz. Diese Nische ist, zumindest in ihren älteren Modellen, dazu verdammt auszusterben. Und das wird bald passieren, wenn ihr mich fragt. Ich hoffe sehr, dass ich mit diesem Video und mit dem, was ich so mache auf YouTube und auf meiner Website, einen sehr, sehr kleinen Teil dazu beitragen konnte, Deutschlands kleinste Entwicklersparte wieder in Erinnerung zu rufen, ein paar Personen mehr zugänglich zu machen und darauf hinzuweisen, dass es dort hinter den 7 Adblockern, bei den 7 Browsern, eine Spielewelt gibt, die, halte man von ihr, was man wolle, einzigartig ist. Nicht zuletzt deswegen verfasse ich Maker-Reviews, mache Maker-Let's Plays, beschäftige mich mit dem Thema. Gebt Maker-Spielen eine Chance, dann öffnen sie für euch eine ganz neue Welt alter, rustikaler Retro-Reisen, die euch in dunkelster Winternacht am lauschig warmen YouTube-Kaminfeuer und dem günstigen, aber unschlagbaren K-Classic-Pfefferminztee ein wohltuendes Gefühl in der Herzgegend verschaffen werden. Ich sagte es bereits, alle relevanten Links zu diesem Thema, nennenswerte Makerspiele, das Archiv, die englischsprachige Community, die deutschen Community-Plattform, das Wichtigste, was ich zu dem Thema geschrieben und gesagt habe, findet ihr in der Beschreibung ordentlich aufgereiht. Und das war meine kurze Vorstellung des RPG-Makers und der deutschen RPG-Maker-Community. Ich hoffe, ihr konntet euch für euch etwas Interessantes aus diesem Video mitnehmen und hoffe ebenfalls, dass ihr bald wieder in der Staubstube einschaltet. Bis dahin. Ciao.